Ja, wir stehen jetzt hier auf dem Dach von dem Child Rights Center in Guwahati, das neue Haus, wo wir vor 2 Jahren den Grundstein gelegt haben. Sehr beeindruckend, das Haus hat 5 Etagen. Hier wird auch ein neues Drop-in-Set da drin sein. Also hier werden die Kinder direkt aus der Straße aufgenommen. Das wird eine Aufgabe dieses Hauses sein. Dann wird hier aber auch ein kleines Youth Hostel sein, also eine Art Jugendherberge, wo Kinder oder Jugendliche unterkommen, um zu übernachten, die hier vielleicht zu Besuch sind. Und dann wird hier ein Office sein, mehrere Büros sein, die sich halt mit dem Recht für Kinder auseinandersetzen und auch da Workshops und Weiterbildung anbieten. Yes, we are now here in the Center for Child Rights. Child Rights, where we laid this foundation stone 2 years back. Yes. And now it's nearly ready. Almost. It will take about a month more before everything is polished and everything is furnished, and we'll be able to use this place. Yeah. But we're taking the occasion of your visit in order to declare it open. It's really nice, really nice building. I like this space very much because this is a space for the children to play. Yeah. And they can dance to their content. And I think it's a very cool place. It won't be hot, absolutely. Yeah. It's a nice place for children. Ja, also dass es hier einen Psychologen geben soll, das finde ich sehr gut, weil ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Diese Schiene oder eher gesagt, diese Richtung wird hier eigentlich so wenig beachtet. Und für die Kinder von der Straße ist es bestimmt ein ganz besonderes Ding, weil die auch meistens sehr traumatisiert sind, Gewalterfahrungen in jeglicher Art und Weise kennengelernt haben oder auch ja, halt so psychisch labil sind, sage ich mal so. Im Augenblick bin ich echt platt. Weil das wirklich ein großartiges Ding ist hier, was hier aufgezogen wurde. Man sieht, dass hier sehr viel gearbeitet wird und auch gearbeitet wurde. Das scheint ein sehr Multifunktionsgebäude zu sein, was sehr gut auch in die Gesellschaft hier reinpasst. Und ich hoffe einfach, dass es auch sehr viel Zuspruch hat und auch gut genutzt wird. Und das freut mich eigentlich so, dass wir jetzt dabei sein können. Wir haben jetzt hier eine wunderschöne Eröffnung gehabt. Oh, bye bye! Haben viele, viele Freunde wieder getroffen von unserer Kamera, das Tour 2008. Und da haben wir hier den Grundstein gelegt und jetzt steht hier ein komplettes Haus, das heute eröffnet wurde. Und da kam schon eine ganze Menge Gänsehautgefühle hoch und war eine tolle Sache. Und